Das Immunsystem ist eine Fiktion, die sich aus der Säftelehre ergeben hat, aus dem Aberglauben, dass Krankheit dadurch entsteht, dass ein Ungleichgewicht der Säfte des Krankheitsgift erzeugen würde und dass sich dieses Krankheitsgift durch ein Gegengift neutralisieren könnte, beziehungsweise schon die prophylaktische Gabe eines Gegengiftes dann den Körper befähigt, wenn das Krankheitsgift denn sich darstellt, dann wird es dann gleich neutralisiert. Das ist diese Säftelehre, die drin ist, die Grundlage der gesamten westlichen Hochschulmedizin ist, ja, dass die Veränderungen, die wir Krankheiten nennen, negativ gedeutet werden und ein Krankheitsgift in Form eines Virus, das heißt ja lateinisch Gift, oder ein Bakterium würde sein Gift produzieren, ja, oder beim Krebs sei es dann halt gefährlich, dass er dann auch ansteckend wirkt, indem Tochtergeschwulst gebildet wird, weil eine Zelle weiterlebt und dann die Bösartigkeit überträgt. Also diese Idee heißt ja Metastase und das Ganze lebt davon, dass ich in Krieg denke. Natürlich braucht jede Wissenschaft ein Paradigma, nennen wir das ja, ein Denkrahmen, ein Denkmodell, in dem ich rumspinnen kann, ja, und gucken, ob ich mich der Realität des Lebens damit annähern kann, ja, oder nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, darf ich es auch nicht behaupten, ja. Das verbietet die Verfassung, ja. Die Freiheit der Forschung ist nicht entbunden, wenn es als Lehre nach außen tritt, von der Treue zur Verfassung, ja. Deswegen darf hier auch keiner von Immunsystem reden, weil wenn sie Immunfunktionen messen, ja, mit irgendwelchen Killer- oder Helfer- oder Suppressorzellen, so sind das nicht nur Gedankenkonstrukte, sondern die Messparameter, was direkt gemessen wird, ist ein Parameter aus drei Faktoren, die gemessen werden, die dann multipliziert werden. Da sieht jeder Mensch, dass es einfach billigster Betrug ist. Aber es machen alle mit, das interessiert niemand, das ist Mainstream, das läuft und hin und her. Und die Laboranten, wir sind ja nicht die Biologen oder nicht die Mediziner, warum soll man es tun, warum soll man es manuell lesen, ja? Die wenigen, die das tun, die verlassen den Job natürlich, ja? Oder auch schon die Ausbildung, die in der Ausbildung nachfragen, hey, was messen wir da eigentlich, ja? Warum, wenn wir 20 Mal hintereinander messen, warum kriegen wir 10 Mal positiv und 10 Mal negativ zum Beispiel, ja? Warum wird das einfach wegdiskutiert? So schaut die Praxis aus, ja, in den Labors, wenn sie jetzt Kontrollen machen müssen im Veterinärbereich, ja, und der Sommer ist gut, das Eisbein läuft und bei irgendeiner Schweinelieferung ist eine Probe positiv, da werden die angehalten, so lang zu testen, bis eine Probe wieder negativ ist. Dann nimmt man ein Testverfahren von einem anderen Hersteller und so weiter. Aber hat natürlich der Schweinezüchter den Tierarzt oder den Institutsleiter geschmiert, ja, weil er über die Tierseuchenkasse seinen Bestand leerräumt zum garantierten Höchstpreis, ja, weil es den Sommer verregnet hat, dann behauptet er einfach ein Tierarzt, oh, ich habe irgendeinen Schweinekadaver, Wildschwein gefunden, der hat mir diesen Bestand infiziert, ja. Und dann müssen die so lange Tests machen und so lange dran schrauben an der Konzentrationsschraube, bis es positiv ist. Ein Ding positiv und zack, bumm, und der ganze Bestand wird massakriert, gekeult. Und der Züchter lacht sich ins Fäustchen und wir zahlen das mit unseren Steuern.